Man möchte eine rechteckförmige Tür unter einer Treppe installieren, um dort einen Abstellraum oder ein Zimmer für Harry Potter einzurichten. Frage: Wie groß sind der maximale Flächeninhalt der Tür, die man unter der Treppe installieren kann, und die entsprechenden Maße für X und Y? Man modelliert den Raum unter der Treppe durch ein Dreieck mit Basis B und Höhe A, ohne die Geometrie der Treppenstufen zu berücksichtigen. Der Flächeninhalt von dieser Tür wird berechnet durch x mal y. Der Flächeninhalt der Tür, den wir mit Groß A bezeichnen, ist x mal y. Durch diese Animation erkennen wir, dass es einen Zusammenhang zwischen x und y geben muss, und diesen Zusammenhang finden wir durch dieses große Dreieck und dieses magenta-schraffierte Dreieck, denn diese zwei Dreiecke sind ähnlich. Somit gilt, h geteilt durch y ist dasselbe wie b geteilt durch b minus x. Also so. Und darauf schließen wir, dass y h auf b mal b minus x sein muss. Und da haben wir den Zusammenhang zwischen x und y. Also können wir hier oben das y durch dieses Produkt ersetzen. Tun wir das. Und somit haben wir den Flächeninhalt der Tür anhand der einzigen Variablen x ausgedrückt. Und durch Distributivität sehen wir, dass diese Funktion eine Funktion zweiten Grades von x ist. Also ihre grafische Darstellung ist eine Parabel. Und da die Vorzahl von x Quadrat streng negativ ist, dreht diese Parabel ihre Konkavität nach unten und hat demzufolge ein Maximum. Um dieses Maximum zu finden, leiten wir die Funktion a ab. A' von x, das ist Ableitung von h mal x, das ist h. Und die Ableitung von minus h auf b mal x Quadrat, das ist minus h auf b mal 2x. Wir überprüfen einfach, wo diese Ableitung 0 ergibt. Das ist bei x gleich b halbe. Also finden wir bei b halbe automatisch ein Maximum. Der entsprechende Flächeninhalt der Tür ist also x mal y. Er wird maximal, wenn x b halbe ist. B halbe. Und y hat dann den Wert, den man erhält, indem man hier drin x durch b halbe ersetzt. B minus b halbe, das macht b halbe. Und h auf b mal b halbe, das macht h halbe. Der maximale Flächeninhalt ist also b mal h Viertel. Und das ist genau die Hälfte vom Flächeninhalt von diesem großen Dreieck. Die entsprechenden Maße für x und y sind: Für x ist es b halbe und für y ist es h halbe. Also so.